I'm Dave Lombardo. Waldemar. My name's Gus Chambers. Jason Vibrooks. We are GRIP! And you're watching Metalla. Schlagzeuglegende Dave Lombardo ist zurück. Mit seiner neuen Band GRIP stellt er eindrucksvoll unter Beweis, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Mehr über GRIP jetzt im Metalla Studio Report. GRIP ist kein Solo-Projekt von mir, es ist meine neue Band. Erst war ich in Slayer, jetzt bin ich hier. Aus verschiedenen Ecken der Welt haben sich viele Leute getroffen, die musikalisch, sowohl auch menschlich, super gut miteinander klarkommen. Und das finde ich das Wichtigste in erster Linie, gute Musik zu machen mit Leuten, mit denen man sich gut versteht. Wir finden immer musikalische Kompromisse. Wir probieren erst alles aus, bevor wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Wir sind selbstsicher genug, um miteinander klarzukommen. Wir prügeln uns nicht. Das machen wir nach dem Studio. Durch meine Arbeit mit Voodoo Cult habe ich Waldemar kennengelernt. Er ist ein großartiger Producer und Gitarrist. Die Arbeit mit ihm ist fantastisch. Er spielt auf die gleiche Art Gitarre wie ich Schlagzeug. How I play drums, it's how he plays guitar. The same time I got myself a singer, Gus Chambers. Ungefähr zur gleichen Zeit kam ich mit unserem jetzigen Sänger Gus Chambers in Kontakt. Er ist einer von der alten Punk-Rock-Garde und war in den 70ern aktiv. Er passt gut, da ich kein Metal- oder Death-Metal-Sänger wollte. Ich suchte etwas anderes. Unsere Musik ist sehr rhythmisch. Von meinem Schlagzeugstil her bin ich eher rhythmisch orientiert. So etwas spiele ich lieber als straight Beats. Unsere Rhythmen bleiben dir sofort im Kopf hängen. Sie packen dich. So, the thing is that when we were listening to these different rhythms that we were coming up and playing the songs, it would stick in your head, you know, whatever it is, it would always stick in your head, it would grip you. Slayer-Fans wird es natürlich, glaube ich, nicht enttäuschen. Ist zum Teil schnell sehr emotionell. Also ich finde auf jeden Fall dieses Wort sehr emotionell, dass es auch Tiefen und Höhen hat. Es gibt viele Arten, um Aggressionen auszudrücken, nicht nur Geschwindigkeit. Speed. Wir haben allerdings auch schnelle Stücke für die Speed-Metal-Fans unter euch. Als ich bei Slayer gefeuert wurde, gab es viele Spekulationen, dass ich nicht mehr schnell spielen könne. Tatsache ist, dass Rick Rubin, der Producer und Labelchef von Slayer, mich damals irgendwann einmal fragte, ob ich nicht meinen Schlagzeugsitz höher schrauben könnte, damit mich die Leute besser sehen. Ich habe das dann versucht, ohne mir darüber im Klaren zu sein, dass ich damit meinen Beinen und meinem Rücken schaden würde, gerade wenn ich schnell spielte. Erst nach meinem Ausstieg bei Slayer wurde mir bewusst, was eigentlich passiert war. Durch die falsche Sitzeinstellung ging meine Double Bass Drum Technik langsam flöten. Das ist jetzt bei GRIP kein Thema mehr. To go home with my drums and sit down and put my drums together and figure out what happened. This is to clear up the double bass rumors that there are about me. It's called
Power. Unser Album heißt übrigens Power from Inner Strength. No, you said all. No, I did not. Blödsinn, es heißt Power of Inner Strength. I'm sorry, Power of Inner Strength. Und der Titel ist von mir.